Aloha zur 9. Ausgabe von Secret of Mana, dem Erfahrungsbericht, dem die Frauen vertrauen. Apropos Frauen, zwei davon und ein junger Mann sind wieder in der Wüste und wollen den entwendeten Samen zum Feuerpalast bringen. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, der Feuerpalast gehört zu den unspektakulärsten Dungeons im Spiel. Nicht weil er schlecht ist, sondern weil er einfach nichts Besonderes ist. Alle Gegnertypen hier haben wir vorher schon bekämpft und das Design ist auch bestenfalls Sparflamme. Sparflamme, kapiert? Im Keller des Tempels ist ein See aus Lava, den es zu erkalten gilt. Klingt nach einem Job für Froster, aber nicht mal die mächtige Frostwelle kann bestehen. Eine Analyse des Orbschalters ergibt, dass das hier der Raum ist, in dem die Programmierer sicherstellen, dass wir auch ja nicht Vesuvio in der letzten Episode vergessen haben. Vielleicht gibt's ja wirklich so ehrliche Leute, die den Ofen zulassen. Der Palast hat minimale Labyrinthansätze, allerdings nichts komplizierteres als mal eine Weggabelung oder so. Ihr solltet nur nicht den zusätzlichen Axtorb vergessen, der in einem der Räume auf Finder wartet. Am höchsten Punkt des Feuerpalastes ist ein Raum voller Fackeln. Die Aktivierung des Schalters zündet diese an und lässt einen Orb erscheinen, der wiederum alle Flammen löscht. Alle bis auf zwei und diese beiden kennzeichnen den weiteren Weg. Etwas umständliche Konstruktion, aber trotzdem ist das einer dieser Momente, in denen ich froh bin, Secret of Mana zu spielen und nicht Legacy of Kain, denn sonst dürfte ich jetzt vermutlich nach einem Wasser-Reaver oder sowas Beklopptem suchen. Der Boss des Labyrinths ist der Minotaurus. Ach, arme Minotauren, immer verirren die sich in Irrgärten, selbst wenn sie so übersichtlich sind wie hier. Wie vom Endgegner des Feuerpalastes zu erwarten war, greift der Bulle natürlich mit Erdmagie an. Also genauso natürlich wie der Feuermutant in dem Dungeon, in dem es um Erde ging. Na wenigstens ist ein Bossmonster vom Typ Erde empfindlich gegen Blitzschläge. Wenn schon nicht Sinn macht, dann aber richtig. Nach dem Sieg bringen wir den Manasamen an seinen Platz zurück und fragen uns dabei, wie der Weihnachtsmann ihn von hier mitnehmen konnte. Den Gehörnten mit Geschenken bestochen? Aber wohin als nächstes? El Oasis hat immer noch kein Wasser und der Visier von König Oma jammert, dass ein Dingelchen sein Problem lösen könnte. Ja, auch nicht gerade der beste Hinweis für den weiteren Weg. Ergo kommen wir zur Mana-Regel Nummer 1 zurück. Bietet Kanoni neue Routen an? Und, wer hätte es gedacht, wir dürfen nun ins Imperium reisen. Ihr wisst schon, die Schweine, die Pandoria angreifen wollten und so. Wisst ihr nicht mehr? Ist auch egal. Die Gruppe landet in der Südstadt, eins der drei Teile des Imperiums, die anderen sind Nordstadt und Goldstadt, aber dazu kommen wir noch. Die Musik des Imperiums gefällt mir jedenfalls außerordentlich gut. Sie hat zwar immer noch den typischen, fröhlichen Secret of Mana Grundton, aber wirkt auf mich ein Stück distanzierter, als es die anderen Wohngebietsmusiken bislang waren. Ansonsten ist in der Südstadt nicht viel los, es gibt einen Tunnel, der uns vorerst versperrt bleibt und alle Einwohner erzählen nur von einer gewissen Maria, die angeblich immer einen Schlüssel mit sich rumtrage. In einem der Häuser trifft die Gruppe Maria, ein blauhaariges Pummelchen, die tatsächlich etwas unter dem Arm mit sich rumschleppt, was ich auf den ersten Blick eher für ein Baguette oder so gehalten hätte. Maria erkennt uns sofort als Freunde, da Victor, der alte Schelm, schon von der Gruppe erzählt hat. Maria ist eine Spionin aus Tasnica, dem gleichen Königreich wie eben auch Victor. Aber ob es klug ist, die Spionagerolle so rauszuposaunen, sei mal dahingestellt. Und weil es in der Südstadt überhaupt nichts zu tun gibt, schickt sie uns in die Nordstadt durch den Tunnel der Rebellen, mit denen Maria verbündet ist. Kurz die Parole notiert, kurz die Parole eingetippt und ab in den Tunnel, der sich als Kanalisationslevel herausstellt. Super! Erst Wüste, jetzt Kanäle. Meine zwei meistgehassten Settings in Videospielen. Gefüllt mit Blobs, meinen meistgehassten Gegnern in diesem Spiel. Und weil die Blobs blau sind, können sie vereisen. Meine meistgehasste Statusveränderung. Fantastisch. Diese Blobs. Verdammt! Positiv jedoch, dass der Abschnitt kurz ist und neben Blobs Fische bietet, die Raketen spucken. Okay, das ist schon irgendwie cool. Idiotisch, aber cool. Am anderen Ende der Kanäle liegt das Hauptquartier der Rebellen, wo uns deren sexy Anführerin Sarah begrüßt. Also so sexy ein 16-Bit-Sprite halt sein kann und vor allem so volljährig. Fanta scheint eifersüchtig, versichert aber im gleichen Atemzug ihren Hagen zu lieben.
Sarah hat bereits von einem Hagen gehört, der bei irgendwelchen Ruinen rumhängen soll und die Bewohner des Imperiums hypnotisiert. Abgesehen davon rennen mehrere Zivilisten stumm durch die Gegend. Na, wenn uns das nicht mal bekannt vorkommt. Dahinter kann nur einer stecken. Brande Shao Kahn Clip Man. Wer könnte das wohl sein? Zuvor erkundet die Gruppe jedoch die Nordstadt. Hier weit mehr los als in der Südstadt, was daran liegen mag, dass der Imperator seinen Palast hier hat. Der bleibt uns momentan jedoch versperrt, weil eine unsichtbare Wand aus der fünften Dimension die Treppe blockiert. Ehrlich, das fand ich schon als Kind unnötig frustrierend. Die Treppe ist so präsent und nichts steht im Weg und trotzdem lässt einen das Spiel da nicht hoch, bevor nicht der entsprechende Schalter geschaltet wurde. Warum nicht einfach wie in allen ähnlichen Situationen einfach einen NPC dahinstellen, der die Stufen versperrt und den Spieler wegschickt? Einer der Rebellen berichtet von den vier Vasallen des Imperators. Zwei von denen kennen wir schon, Tantalus und Markus. Die anderen beiden, Assis und Trax, werden jedoch noch eine ganze Weile ein Rätsel bleiben. Fieslinge kommen an sich gerne als Quartett, oder? Im Geschäft der Nordstadt kaufe ich der Truppe neue Rüstungen, wie zum Beispiel für Fanta einen Tiger-Bikini. Der Junge und die Koboldin kriegen einen Tigermantel. Und das Mädchen einen Tiger-Bikini. Der schützt sicher ganz besonders gut. Berti, der Schmied, hängt im Keller des Hotels rum, der Arzt nimmt nur Privatpatienten und zwei Schwestern lästern gegenseitig über ihre Haarfarben. Soweit zur Nordstadt. Allerliebst. Aber nun kümmern wir uns mal um diese Ruinen und Hagen und Heidi! Stimmt, die gibt's ja auch noch. Heidi scheint nun gänzlich unter einem bösen Bann zu stehen und deutet an, sich Hagen als festen Freund gekrallt zu haben. Uiuiuiui, das mag Fanta nicht gern hören und schlägt ihre Freundin K.O. Bravo, Fanta. Zum Glück taucht da Sarah auf und bringt die bewusstlose Heidi zum örtlichen Arzt, damit wir in den Dungeon können. Die Ruinen haben dasselbe Thema wie damals bei Pandoria. Nur leider kann ich hier nichts zur Hintergrundgeschichte sagen. Halt einfach eine weitere Ruine. Zumindest die Teppiche sind anders und lila befürworte ich sowieso, auch wenn es ganz schön bewölkt innen drin ist. Kurz zu den Eigenheiten. Auf den Balkonen des Tempels liegen Waffenorbs. Die häufigsten Gegner sind Zombies. Tanzende Zombies. Mit dem bevorzugten Tanzstil Moonwalk. Okay, bringen wir den offensichtlichen Querverweis hinter uns. Oh hey, das ist ja wie in dem einen total berühmten Video von Michael Jackson. Ghosts. Auf dem Weg durch den Dungeon besiegen wir einen Zwischenboss, die wiedererbaute Höllenmauer. Wie schon letztes Mal löst die Schlammbombe alle Probleme, die Mauer muss weg und damit dürfte das Werkzeug des Energieentzugs erneut in sich zusammengefallen sein. Jenseits der Mauer wartet ein Podest. Und darauf, Tantalus, ah nee, ist nur Hagen. Fanta fällt ihrem Hagen sofort in die Arme und dann tötet Hagen seine Geliebte. Was ein Twist. Maxims Ende, egal. Eris Ermordung, pff, wen juckt's? Aber Hagen tötet Fanta. Das ist ein legendärer Videospielmoment, an den sich irgendwie nie einer erinnert. Was daran liegen mag, dass sie gleich wieder da ist, nimmt der ganzen Sache etwas die Dramatik, aber wenigstens war so nicht all das investierte Training für die Katz. Halvar zeigt sich erbost und zieht Hagen volle Möhre eins mit der Axt über. Hagens Reaktion darauf ist göttlich. Autsch. Autsch? War die Axt aus Gummi? Der Effekt ist dennoch ganz nützlich, denn Hagen wacht aus seiner Trance auf und schickt die verbliebenen Gruppenmitglieder zu Tantalus, um dem alten Knochenkopf Einhalt zu gebieten. Im letzten Raum stellt Tantalus gerade was auch immer mit Fantas Leiche an und unser Held kann absolut nichts gegen die Macht des Hexers ausrichten. Ein Leuchten und Halleluja, Fanta lebt wieder. Hagen hat seine Lebensenergie auf die Frau, die er liebt, übertragen, um ihr das Leben zu schenken. Romantisch. Kitschig auch, okay. Tantalus hat jetzt jedenfalls die Faxen dicke und ruft den Boss der Ruinen herbei, den Panikmeister. Der Panikmeister ist eine riesige Vampirfledermaus. Das ist einer der vielseitigsten Endgegner im Spiel, nicht nur, dass er über allerlei Zauber verfügt, er kann auch Partymitglieder packen und ankauen. Nicht zu vergessen die Fähigkeit zu vergiften. Wer all seine Magie bei der Höllenwand losgeworden ist und nun keine Walnüsse mehr hat, der wird vor einem echt heftigen Kampf stehen. Mit konventionellen Waffen trifft man den Panikmeister kaum, nur wenn er gerade weiter unten schwebt und dabei sein Cape geöffnet hat. Das Cape schluckt sonst allen Schaden, den normale Waffen verursachen würden. Er ist empfindlich gegenüber Lichtzaubern, aber da wir die noch nicht haben, muss halt Elektra herhalten. Nachdem wir den dunklen Herrscher der Ruinen mit Blitzen gebrutzelt haben, sind Hagen und Tantalus verschwunden.
mal wieder. Ich erkenne hier langsam ein Muster. Naja, wenigstens haben wir Heidi wieder, frohlocket. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir den Palast des Imperators besuchen dürfen, alte Freunde wiedersehen und endlich ein Dingelchen bekommen.